Hallo, mein Name ist Zelda und ich heiße euch herzlich willkommen zu Tears of the Kingdom. Mein Name ist Link. Ich rede normalerweise nicht. Nintendo präsentiert! Und der Umlautmann natürlich. The Legend of Zelda! Und dabei rotze ich meinen Bildschirm an. Tears of the Kingdom. Tränen des Königreichs. Oh shit, es geht los. Lange haben wir auf diesen Moment gewartet. Here we go. Ist das Zelda? Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Danke für die Einführung, Spiel. Okay, dann machen wir das mal. Ja, lol. Achso, ich kann jetzt, während ich hier mit der Süßen rumgehe, reden. Schloss Hyrule Untergrund. Oh! Also, Freunde, ich bin ja noch nicht so krass im Zelda-Universum drin. Moment. Ich hätte mir ja nie vorzustellen gewagt, dass unter Schloss Hyrule ein solches Gewölbe existiert. Oh, ich habe sogar schon ein Schwert. Aber kann das Schwert nicht wechseln? Ich will mal ganz kurz mit der Steuerung klarkommen. Okay, ich glaube, die Steuerung wird fast exakt das... Ja, kann ich mein Schwert jetzt schon wegwerfen am Anfang? Ah, nee, okay. Möchtest du weitergehen oder warum wartest du? Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Naja, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Wollen wir danach einen Kaffee trinken? Gehen wir der Sache auf den Grund. Also, nur so ein Vorschlag. Dann gehen wir der Sache auf den Grund, weil wir auf dem Grund sind. Versteht ihr? Na, weil wir unter dem Schloss Hyrule sind und damit sind wir auf dem Grund. Und wir gehen auf den Grund. Versteht ihr das? Könnt ihr diesen Witz verstehen? Oh shit. Also, ich bin ja noch nicht so tief im Zelda-Universum drin. Ich habe ja BOTW relativ spät entdeckt. Ich habe das erste Mal letztes Jahr durchgespielt. Und laut einigen Chat-Nachrichten soll das hier ja kurz nach BOTW spielen. Also quasi, spielt das jetzt wirklich, nachdem wir Ganon besiegt haben? Naja, ich würde sagen, das erfahren wir gleich, ne? Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich Vater gefragt, was denn unterhalb des Schlosses läge. Doch er sagte mir, dass dieser Bereich allen verboten sei. Selbst im Königshaus wüsste niemand, was dort ist. Oh shit. Dann wird's höchste Eisenbahn, dass wir hier nachgucken, oder? Here we go. Was ist? Das Masterschwert. Also in meinem ersten Playthrough habe ich das Masterschwert nicht geholt, tatsächlich. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Gefallen, okay. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Na, wenn du das sagst, dann machen wir das einfach mal, oder? Ich werde, by the way, Schwert schwingen. Ah, jetzt kommt das Tutorial. Ich werde, by the way, später was dazu sagen, wie wir dieses Projekt aufziehen und wie das generell weitergeht. Aber, sieh nur da, was liegt denn da? Achso, ich habe was gefunden. Erstmal wollen wir das Tutorial spielen. Ich habe immer voll Paranoia, dass ich gerade nicht aufnehme. Ruin. Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Wer weiß. Kann ich...
Okay, dann eben nicht. Dann gehen wir mal entspannt weiter. Das Masterschwert ist schon echt beeindruckend, oder Zelda? Weißt du noch, wie ich dich gerettet habe? Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Erstmal ein Foto machen, das ergibt natürlich Sinn. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. Ey, ich wollte gerade fragen, wer zum heiligen Bimbanius sind die Sonau? In einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sage? Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben, okay? Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Hui. Mysteriös, aus so einem Bums stehe ich, Zelda. Sieh nur, diese Statuen hier. Ach so, ja, die habe ich auch gerade beachtet. Ob diese Statue ein Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Also, mit dir ist eine gewisse Ähnlichkeit da, Zelda. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen auch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Okidoki, Artischoki. Dann machen wir das mal. Okay, den Gleiter habe ich noch nicht zur Verfügung. Aber wir haben schon mal das Masterschwert. Damit... Oh! Alter, da war eine Fledermaus. Alle sagen das. Oh, wow! Easy! Gar kein Problem. Alles in Ordnung, Link? Mann, ich hab Ganondorf besiegt. Wollte ich nur mal so am Rande sagen. Oder Ganon, whatever. Wandbilder. Sind das Bockblins? Ich werde wahrscheinlich auch viel dummes Zeug in diesem Let's Play labern. Viele Falschinformationen. Ja, das sind wirklich Bockblins. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Der Drecksack. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Aber warum? Hatten wir Sonderangebote? Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Oh shit. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Aber? Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Ich habe gerade Gänsehaut von der Atmosphäre. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Okay, okay. Und wann trinken wir jetzt unseren Kaffee? Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich einfach kann damit eine Mini alles hier Nintendo aufzeichnen. Switch. Genau dafür ist es gemacht. Oh. Switch 2 mit Kamera? Der Rest ist leider zerstört.
Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Also, ich habe mir echt nicht so viel reingezogen von den Trailern, ganzen Theorien etc. Aber eine Sache, die ich mitbekommen habe, ist, dass dieses Game wohl deutlich düsterer werden soll als BOTW und das würde ich so hart feiern. Das hatte gerade übelst Yu-Gi-Oh!-Vibes und ich liebe Yu-Gi-Oh! Also, der Trailer ist... das Tutorial ist mega gut. By the way, habe ich gerade erfahren, dass wir Hylianer sind. Ohne Scheiß, das wusste ich vorher nicht, weil wie gesagt, ich habe nur BOTW gespielt und Skyward Sword so ein bisschen angefangen. Damals in Streams, aber ich will in Zukunft auf jeden Fall deutlich mehr Zelda machen, weil das schon ein sehr, sehr cooles Universum ist. Aber ich bin viel zu spät auf diese Reihe gestoßen, leider. Also das ist dieses, ich habe schon wieder den Namen vergessen, irgendwas mit M. Das wurde ja am Anfang erwähnt, dass wir nicht zu viel davon einatmen dürfen. Hat so ein bisschen diese Ganondorf-Vibes aus BOTW am Ende, oder? Ah lol, wir haben sogar maximale Ausdauer schon. Ja. Wow, was ist das? Wo sind wir hier? Das wollte ich auch gerade fragen. Puh, ich muss niesen. So, oh Gott. Okay, es drückt, es kribbelt, aber es kommt nicht. Lass uns gehen, Link, und sei bitte ganz, ganz vorsichtig. Okidoki, Artischoki. Weiter geht's. Was ist das? Oh mein Gott, ist das gruselig. Ach, das ist Dingenskirchen, ne? Ist das eine Art Herz? Oh nein, nicht schon wieder! Oh Mann! Glaubst du mir jetzt noch meine Ausdauer? Ach, das ist der Arm aus dem Trailer! Und das Master-Schwert ist einfach kaputt. Oh, wir haben ihn aber ein bisschen angehittet. Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Anscheinend. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Zwei jämmerliche Firma. Woher? Kennst du unseren Namen? Naja, das Wesen sieht irgendwie schon sehr smart und göttlich aus. Da wäre nicht die erste Frage, woher das Ding meinen Namen kennt. Oh, Junge, ohne Scheiß. Ich wurde die ganze Zeit gefragt, David, bist du hyped auf TOTK? Und ich so die ganze Zeit, boah, ist in Ordnung. Aber jetzt, wo ich das Game gestartet habe und davor, hatte ich schon so eine Art Kribbeln wie früher im Bauch. Als Kind, wenn irgendwas Neues kam, das ist voll cool. Bruder, er macht die T-Pose. Ach, nein! Junge, Link muss aber auch echt leiden mit der Holden Maid. Ja, als ob sie jetzt stirbt. Nein! Hä? Ja, wo wurde sie jetzt hingeportet? Bro, was ist das für ein Arm? Ist ja voll random. Aber das war der Arm auf diesem...
Kann es sein, dass dieser Arm dieses Wesen gerade festgehalten hat? Und dadurch, dass der Arm halt abgefallen ist, ja. Na toll, das ist irgendwie ein Déjà-vu. Déjà-vu. Hyrule wollte gerade sich neu aufbauen, neu sortieren und dann passiert wieder so ein Bums. Dann geht schon wieder von vorne los. Täglich grüßt das Murmeltier oder täglich grüßt Hyrule oder so. Alter, das war spektakulär bisher der Anfang, yo. Sehr, sehr krass. Also wir hatten auch noch gar keinen Ruckler. BOTW hat ja schon ziemlich stark geruckelt. Und BOTW hat auch nicht so einen spektakulären Anfang. Also es war ruhiger, deutlich ruhiger im Vergleich. Kann man so einen Arm auf Amazonien bestellen? Junge, ist das grell in den Augen. Aua. Ach, unser ganzer Arm war verbrannt. Yo. Das ist ein geiler Arm. Du bist also erwacht, Link. Junge, wer redet jetzt mit uns? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Auch von unseren gemeinsamen Abenden? Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Miasma. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Bro, wer redet mit uns? I'm asking for a school project. Naja. Ich glaube, das Masterschwert ist nur noch so eine Klinge, oder? Na, für eine Messerstecherei am Bahnhof reicht's noch. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen, jedoch ist es von Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Mhm, du greifst mit der ausgerüsteten Waffe an. Ja, Bro, das haben wir doch gerade schon getan, Mann. Hä? Ist vielleicht hier unten noch irgendwas, was sie direkt mitnehmen können? Hochspringen. Ah, unsere Ausdauer ist auch wieder am Arsch. So ein Jammer aber auch. Weil vielleicht findet man schon irgendwas Krasses hier oben, oder? Weiß ich nicht. Jeden Millimeter wollen wir gemeinsam erkunden. Das ist auch tatsächlich mein Ziel. Also der heutige Part wird wahrscheinlich auch einen Ticken länger gehen als sonstige Let's Plays auf diesem Kanal. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock, hieraus ein XXL-Let's Play zu machen. Bedeutet, wir werden natürlich die ganze Story spielen. Ob wir 100% machen werden, weiß ich nicht. Aber ich halte das für gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir das hier auf dem 2-Kanal droppen, die 100%. Und ich versuche auf jeden Fall fast daily zu uploaden. BOTW, weil ich einfach, BOTW sage ich schon, TOTK, weil ich böse Bock auf dieses Game und dieses Projekt habe. Und wahrscheinlich werden einige, die nicht gespoilert werden wollen, gar nicht bis hierhin geschaut haben. Aber ich glaube, dieses Phänomen habe ich auf anderen Let's Play-Kanälen beobachtet. Es gibt Leute, die Let's Play-Kanäle deabonnieren, weil sie nicht gespoilert werden wollen. Und dasselbe würde ich auch einigen von euch raten, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, yo, ich möchte nicht gespoilert werden, also dementsprechend deabonniere ich den Kanal. Leider, in Anführungszeichen leider, für mich natürlich gut, werden euch wahrscheinlich trotzdem meine Videos vorgeschlagen, weil YouTube sagt inzwischen, ey, Abos sind scheißegal. Wenn du mal ein Video von mir geschaut hast, werden dir auch Videos von mir weiter vorgeschlagen. Ich probiere Thumbnails nicht spoilerartig aufzubauen, aber ich kann es auch nicht garantieren, Freunde. Ich kann es nicht garantieren, weil früher oder später werde ich wahrscheinlich irgendjemanden spoilern. Und dann diejenigen, die echt nicht gespoilert werden wollen, viel Erfolg. Aber ich hafte für nix und ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein, weil ich safe irgendwann Leute spoilern werde. Und es tut mir leid, aber ich kann es nicht verhindern als YouTuber. Das ist ganz, ganz schwierig.
selbst wenn es nicht bewusst von mir ist. Was ist das eigentlich für ein Ring jetzt gerade? Oh, shit! Ich liebe das, Alter. Das ist voll cool. Sehr, sehr düster. Was haben wir jetzt gerade? Ja, so eine Art, ich wollte erstmal sagen, Windrad. Also quasi wie so eine Art Windmühle. Wasserrad, whatever. Naja, weiter geht's, ne? Yeehaw! Ich hoffe, das Wasser ist warm genug. Erinnert mich so ein bisschen an eine Story aus Kroatien. Ich habe die Story, glaube ich, irgendwann mal in einer Storytime erzählt. Auf dem Hauptkanal. Aber wir waren mal Wildwasser-Raften in Kroatien. Und da waren wir auch in so einer Höhle. Und da war das Wasser, es war draußen 30 Grad. Das Wasser in der Höhle war 2, 3 Grad warm. Bruder, das war eine mächtige Krise. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Ja, Baba! Liegt das an dem kaputten Master Sword? Oh, das ist eine Truhe. Geil. Ich feiere die Animation. Altes Beinkleid. Ey, ich bin doch ein Junge. Spaß, Freunde. Oh, Alter, das Overlay sieht so viel geiler und über. Oh mein Gott, das sieht so viel geiler aus. Boah, danke schön. Ohne Scheiß. Boah, ist das nice. Ohne Witz, also ich fand das Overlay und BOTW so hässlich. Sorry, aber das ist so viel geiler und übersichtlicher. Boah, danke schön, Mann. Oh shit, wir sind draußen angekommen. Aber guck mal, diesen Whistle-Trick gibt's diesmal nicht. Nee, die Ausdaueranzeige leer, ist die Ausdaueranzeige leer, sind deine Bewegungen eingeschränkt, bis sie wieder voll ist. Okay, warte mal, bevor wir runterspringen. Alter, zwiebeln wir uns erstmal das hier rein. Heilige Makrele. Welcome to TOTK. Woo! Yeehaw! Ich kann mich nicht bewegen. Da sind wir. Ein großes Abenteuer startet hier auf dem Zweitkanal Friendos. Ein sehr großes Abenteuer. Und es freut mich, dass ihr mich auf diesem Abenteuer unterstützt und dass ihr dabei seid, Freunde. Das wird sehr cool werden, dieses Projekt. Das verspreche ich euch. Das ist so cool. Ey, wir werden noch deutlich mehr Fläche zum Erkunden haben, einfach aufgrund dieser Luftinseln, nicht wahr? Hat so ein bisschen Fortnite-Vibes gerade. Treffen wir uns bei den Tilted Towers? Let's go. Tears of the Kingdom. Zum Beschleunigen Rill halten. Okay, achso, wir fahren jetzt einmal ins Wasser. Yeehaw! Geil. Sehr, sehr cool, okay. Und damit wir nicht ertrinken, können wir hier draufklettern, nicht wahr? Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ist das cool. Einmal kurz innehalten und dieses Game entdecken, ne? Ja, jetzt beginnt's. Jetzt beginnt das große Erkunden und ich werde tatsächlich parallel zu diesem Let's Play auch auf YouTube Livestream heute Abend um 17.30 Uhr gehen wir live, falls ihr diesen Party davor seht, wo wir nochmal ein Playthrough auf Vergessene Himmelsinsel Route. Ja, geil, guck mal, da haben wir schon mal 2 Damage an der Stelle. Ah, und so können wir direkt schon mal die Waffe wechseln. Geil. Können wir mit dem Master Schwert vielleicht so einen Baum kaputt machen? Guck mal, da haben wir schon mal eine zweite Route, babamäßig. Damit ich dieses Game so gut wie möglich erkunde, das liegt daran, dass ich zu TOTK sehr, sehr gerne auch Hauptkanal-Videos droppen würde. Je nachdem, wie es sich halt ergibt und ich sag mal echt ganz freischnauze heraus, wie hoch die Nachfrage ist. Weil ich ja weiß, dass ich hauptsächlich eine Mario-Community habe und ich weiß nicht, wie viele denn Bock auf TOTK haben. Das wird sie einfach zeigen. Himmelspilz. Okay, Himmelspilz müsste auch neu sein, oder? Und dementsprechend habe ich einmal ein Playthrough hier auf dem Zweikanal und auf dem Hauptkanal als Stream. Wobei ich aber auch da gucken muss, wie viele einfach dabei sind und wie viele nicht gespoilert werden wollen. Damit ich das Game so gut wie möglich erkunde. Das ist mein Hintergedanke. Das ist so der Grund. Und ich habe einfach mal Bock, wirklich ein Zelda direkt an Release mitzubekommen.
Weil in der Vergangenheit war Zelda für mich ein Universum, was ich nie gespielt habe. Und BOTW habe ich an Release damals bekommen. Aber ich habe dem Game leider wenig Chance gegeben, weil ich mich nicht großartig mit dem Game beschäftigt hatte. Ah, noch eine Route. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, wir werden safe schon irgendwie relativ früh in diesem Game Waffen finden. Aber ich nehme trotzdem mal alles mit, was uns hier irgendwie begegnet. Im Notfall kann man es ja immer noch wegwerfen. Und ich glaube, wir müssten sogar bald dem ersten Gegner begegnen. Es gibt ja einige in der Zelda-Community, die dieses Game schon durchgespielt haben, so wie ich es mitbekommen habe. Halt über Emulatoren halt. Damit sie halt rechtzeitig Content bringen können. Das ist leider auf YouTube sehr, sehr schade. Aber ihr werdet in den nächsten Tagen einen sehr, sehr harten Upload-Plan von einigen sehen. Ich gehe sowas immer super entspannt an, weil ich persönlich sehe YouTube als keinen Konkurrenzkampf an. Ich sehe YouTube immer als eine der wenigen Branchen, in Anführungszeichen, und Hobbys, Leidenschaften von Menschen an, wo es meiner Meinung nach keine Konkurrenz gibt. So klar, ne, gewisse Dinge wird der oder der als erstes bringen und hat dadurch einen kleinen Vorteil, aber alles in einem hat man inzwischen guten Algorithmus, Communities etc. Und von daher ist es eigentlich nicht hart. Einige sehen es anders, aber ich persönlich gehe sowas immer super entspannt an, weil ich da mit niemandem Beef haben möchte oder keine Streitereien oder so. Das ist halt mein Mindset, was dieses Upload-Plan-Ding angeht. Achso, warte mal. Wir sind jetzt einfach mal so eine Runde gelaufen. Hui. Oh. Ich dachte schon, wir würden Fallschaden bekommen. Da muss ich auch erstmal so ein grobes Gefühl für entwickeln, wie das so ist. Oh mein Gott, ich muss die Mucke mal ein bisschen lauter drehen. Gedrückt halten, Waffen werfen. Yes, yes, cut, yes, 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 yes. Und natürlich alle Pilze mitnehmen. Oh, da ist der erste Gegner, den man aus dem Trailer kennt. Das habe ich gesehen. Da haben wir gemeinsam drauf reagiert. Und den müssen wir wahrscheinlich mit Naruto Hops nehmen, oder? Hi. Ah, der hat auch nur eine Route. Hauptsache, die Route zerbricht gleich. WTF, was ist das eigentlich für ein Ding? Können wir irgendwas von dem einsammeln? Oh, Sonau-Energiesphäre. Ach, das ist die Sonau, so sehen die Dinge aus. Material, das unter anderem Konstrukten als Energiequelle diente, strahlte eine starke Kraft aus. Tschüss. Alpha-Krieger-Konstruktoren. Ein klingähnliches Horn, das sehr scharf ist und mit Vorsicht gehandhaben wird. Ist das eine Waffe? Nein. Wir gucken mal. Ah, Materialien. Das ist unter Materialien. Okay, das ist cool. Wir sollten viele Routen, glaube ich, einsammeln. Kein Plan, wenn wir das erste Schwert erhalten. Oh mein Gott, das ist so schön. Heilige Makrele, ist das nice. Ja, ah, guck mal, unsere Waffentasche ist schon voll. Ich denke mal, ich meine, Crocs gibt's ja auch wieder in dem Game. Das habe ich, glaube ich, auf einigen Thumbnails so an sich gesehen. Von daher werden wir wahrscheinlich auch irgendwo wieder die Möglichkeit haben werden. Haben werden. Irgendwo haben wir safe wieder die Möglichkeit, dass wir unsere Waffentasche und so einen Bums erweitern. Okay, ich glaube, dann haben wir hier den Anfang einigermaßen gut erkundet, denke ich mal. Den Ring da oben sind wir abgelaufen. Von daher weiter geht's. Ich wollte erstmal gerade einen anzüglichen Witz machen, aber den lasse ich doch jetzt stecken. Weil ich glaube, bei dem Let's Play werden noch einige Jüngere dabei sein. Ich wollte einen Ringwitz bringen, aber nicht den Ring, an den ihr denkt. Wow, was ist das da unten? Ist das eine Art Wächter oder sowas? Guck mal, das dreht sich. Naja, Link, hier sollten wir vielleicht nicht runterspringen. Bevor wir keinen Gleiter bekommen werden. Ach, wobei doch, wir können ja runterjumpen. Ich meine, Link stört es ja anscheinend nicht großartig. Wow, danke für die nächste Route. Warum beginnt hier Nebel? Alter, ich finde das voll geil. Wir sehen da schon mal so eine Art Winterlandschaft oder so in der Art. Warte mal, bin ich schon da hinten gewesen? Oh, ich muss erstmal echt einen guten Überblick über diesen Anfang bekommen. Aber ich glaube, dieses Let's Play werde ich auch vor allem dafür nutzen, dass wir hin und wieder mal über Themen reden, dass ich einfach aus meinem Alltag erzähle. Und wir werden uns super viel Zeit lassen. Yes, da haben wir die erste Klinge. Perfekt, dann weg mit der Route. Ich hoffe, dass ich keinen Sonau-Member treffe. Einfacher Stock, oh. Okay, wir haben doch keine Klinge gefunden. Kann man hier einfach durchjumpen? Ach, I don't know. Wir gehen das mal da hinten hin. Das sieht auf jeden Fall relativ richtig und wichtig aus, in Anführungszeichen. Genau. Und wir werden einfach die Landschaften erkunden. Ich denke mal, jedes Let's Play wird sehr individuell werden von anderen YouTubern, weil jeder eine andere Fläche entlang gehen wird. Ist das ein Besen? Was bist du, Bro? Bist du ein Gegner? Hi. Nein. Der redet mit uns.
Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Dienerkonstrukt, okay? Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Sie lebt, dir geht's gut? Oh nein, aber ist sie hier lang gekommen? Ist sie entführt worden? Oh, ich muss schon wieder fast niesen. Okay, es geht. Dies ist das Pura-Pad, okay? Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Oh, geil. Das ist quasi die Karte dann jetzt, oder? Vermutlich. Das ist einfach eine Nintendo Switch, Bro. Okay, aber das ist funny. Pura-Pad. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Sehr nice, okay. Dankeschön. Ich hab's nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Ich hab dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Wo bin ich hier? Das ist der Garten der Zeit. Ach, dies ist der Garten der Zeit, okay. Was ist das da hinten? Und das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurden an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Und warum nicht, Meister? Meister Yoda? Die Suche nach Zelda! Let's go! Ja, wir nutzen mal das Pura-Pad. Woo! Ah, cool! Das ist auch die, das ist dieselbe Karte jetzt, oder? Und guck mal, da oben müssen wir hin. Und hier sind wir. Alright! Das ist doch eine feine Sache, oder? Ich feiere das gerade mega. Das ist so cool. Okay, dann haben wir die erste Brücke. Let's go! Woo! Das sieht sehr... Da habe ich direkt ein falsches Bild, wenn ich das sehe, Freunde. Alright, let's go, let's go, let's go! Was passiert hier Schönes? By the way, könnt ihr... Oh, die Mucke, die ist schön. Sono-Energiesphäre. Die nächste. By the way, könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr über XXL-Parts denkt. Also, ob ihr Bock hättet auf XXL-Parts oder ob ihr sagt, jo, halbe Stunde reicht, mehr will ich nicht sehen. Das würde mich auch nochmal interessieren. Und ich muss mir ganz kurz mein Näslein putzen, merke ich gerade. Okay, mit frisch gepuderter Nase geht's direkt weiter. Ich habe leider böse Heuschnupfen, Freunde. Und jetzt gerade kickt's. Ah, einfacher Stock. What a wang. Naja, dann weg mit der halb kaputten Route. Ja, das Waffen-Overlay ist so viel geiler. Ohne Scheiß, es ist so ein Segen. Oh, du bist es. Du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Sieht man das? Möchtest du damit gegen die Militärkonstrukte kämpfen? Militärkonstrukte? Fragezeichen. Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen unerwünschten Eindringlingen, den Garaus zu machen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten. Scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich dir eines jener Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du sollst stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Yep, okay. Das Tutorial. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freuden an mir selbst ausprobieren. Doch, bitte nicht wirklich angreifen, nur probieren, ja? Okay. Soll ich angreifen, Meister? Aber erstmal machen wir den Bums hier kaputt. Vielleicht ist hier... Oh, Äpfel. Apfel? Den Apfel nehmen wir mit. An apple a day keeps the doctor away. Ja, ich hab's geübt. Passt schon. Sei erneut vor den Militärkonstrukten gewarnt. Unsere Erschaffer trugen ihn auf, dieses Land zu schützen. Geht klar. Sie werden dich sicherlich... Ja, ja, ich bin vorsichtig. Aber muss ich jetzt hier runter? Ja, vermutlich schon. Ein Glück haben wir hier noch einen vernünftigen Stock geholt. Das geht irgendwie ganz schön schnell. Oh ja, hier sind sogar Barsche. Ist das ein Frosch? Ach, so viel zum Thema Barsche. Freunde, kennt ihr eigentlich schon kein Barsch, sondern mehrere Barsche? Was ist die Mehrzahl von Barsch? Oh mein Gott, mein Handy. Ich habe gleich einen Termin. Da kam gerade eine Terminerinnerung. Hi. Ey, kannst du mir den Stock geben, Bro? Bro, easy. Aber leider müssen wir noch ein paar Routen wegwerfen. Gott sei Dank, ich hasse Routen, solche Dreckswaffen. Aber guck mal, der einfache Stock ist neu. Den gab es im BOTW nicht, oder? Was ist das? Oh, das ist ein Tier, ne? Ah! Oh Mann! Gib mir den Fleisch, Bro! Sorry. Wild. Das heißt nicht wild, das heißt wild. Das nehmen wir mit.
Perfekt. Okay. Oh mein Gott. Da habe ich mich schon minimal erschrocken. Gut, dass wir gegen reales Tierleben verlieren und nicht gegen diese Militärkonstrukte. Oh, ist das schön. Oh mein Gott, das ist so schön gerade. Ich feiere das mega, weil man einfach so viel in diesem Game entdecken kann. Jetzt renn mich bitte kein zweites Mal an, okay? Dankeschön. Top, 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 top. Alles mitnehmen, was man irgendwie kochen kann für später. Himmelspilz. Ja, der Himmelspilz, der muss neu sein. Der muss definitiv neu sein. Safe gab's ihn noch nicht. Oh, die Fläche ist schon wieder so groß zum Erkunden. I love it. Oh, yo, ich glaube, da können wir schon kochen da drüben. Achso, ich dachte, du wärst wieder so ein Tutorial-Fuzzi. Habe ich mich wohl getäuscht an der Stelle? Yippie-yay, Schweinebacke! Weg mit der Route. Freunde, wenn ihr nicht artig seid und diesen Part liked, bekommt ihr einen, bekommt ihr euren Hintern versohlt mit der Route. So. Nein, das wollte ich nicht! Warte mal, in die Hand, in die Hand. Ah, guck mal, auch das Overlay mit dem Kochen ist neu, dass man maximal mit 5 kochen kann. Okay. Und wir kochen mal was Schönes. Mal gucken, was bei diesem Fest mal rauskommen wird. Oh. Fleischspieß mit Pilzen. Herrlich. Schade, dass ich nicht so viele Herzen habe. Boah, ich dachte gerade im ersten Moment, dass uns irgendwas hinterhergelaufen kommt. Uff. Schwieriger Hase, Mann. Sehr, sehr schwieriger Hase. Was haben wir hier? Ein paar Äpfel, alles mitnehmen. Guck mal, in der Winterlandschaft können wir uns noch nicht umgucken. Da fehlt uns höchstwahrscheinlich noch die Kleidung für. Aber das werden wir später irgendwann entdecken. Geht auch krass hoch. Oh, Alter, ohne Witz. Ich bin so gespannt, das wird auch wahrscheinlich Monate dauern. Also das ist wirklich seit langer Zeit mal wieder ein Game von Nintendo vermutlich. Was länger halten wird als paar Wochen, weil ich denke mal, dass sehr, sehr viele Speedrunner dabei sein werden, sehr, sehr viele Glitcher, die dieses Game und jeden Quadratmillimeter hier erkunden werden. Ah, guck mal, noch ein paar Energiesphären, okay. Was war das? Hä? Ist das ein Krog? Oh mein Gott, das ist ja voll cool. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwas sehen? Ich bin Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib's ihm doch bitte zurück. Geil. Da haben wir Number One. Mal gucken, wie viel es im Game geben wird. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendwas auffällig erscheint, sollst du dort suchen. Danke. Cool. Da haben wir unseren ersten Krog gefunden. Schneller als gedacht, oder? Sehr nice. Junge, da ist die Freude echt groß. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ich hatte, glaube ich, im BOTW, no joke, 10 Crocs oder so. Aber da haben wir uns hauptsächlich um die Story gekümmert. Deswegen. Okay. Lohnt sich doch, die Anfangsgegend so ein bisschen hier zu erkunden, oder? Definitiv. Was haben wir da drüben? Da kommen wir anscheinend noch nicht drüber. So, alles durchsuchen, was geht. Das ist hier die Devise. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Es kam ja plötzlich auf einmal diese Croc-Action hier. So, warte mal, da sind wir jetzt hergekommen, oder? Alter, ich habe gar keine Orientierung mehr. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr auch mit der Karte arbeiten. Guck mal, ich sehe gerade am Temperaturmesser, das ist schon relativ kühl gerade, oder? Warte, hier sind wir doch hergekommen, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir hergekommen sind. Nee, warte mal, nee. Hier können wir gar nicht hergekommen sein, weil ansonsten hätte ich safe die Pilze mitgenommen. Ja, bevor wir jetzt gleich nach oben gehen zu dem ersten Ziel, wie gesagt, laufen wir noch so ein bisschen rum und ja, wir haben schon den ersten Croc entdeckt. Alter, ich bin stolz und froh. Was ist das für ein Boden? Wow. Was ich sagen wollte, genau, das wird ein Game werden, was auf jeden Fall länger hält als alle anderen Nintendo Games der letzten Zeit. Und von daher werden wir, glaube ich, noch sehr, sehr lange Spaß haben. Okay, oh doch, ein bisschen passiert da was, aber ich muss noch nicht mal klettern. Link kommt da auch so dran an die Äpfel. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Yes, von daher mal gucken, was wir noch alles über dieses Game kennenlernen werden in der nächsten Zeit. Ich glaube, die ersten Mods gibt es sogar auch schon. Für TOTK.
Ausdauerling, babamäßig. Vielleicht werden wir in Zukunft schon die ersten Mods vorstellen, je nachdem. Und gucken, was die Modder schon so auf die Beine gestellt haben. Aber ich denke mal, da lassen wir uns erstmal Zeit. Weil die erste Zeit wird eh dafür da sein, das Game zu erkunden und nicht ultra krasse Videos direkt dazu zu machen. Das ist erstmal, da liegt der Fokus. Und ich glaube, guck mal, ganz ehrlich, die meisten werden wahrscheinlich auch noch gar keinen Bock haben, sich irgendwelche Mods reinzuziehen direkt am Anfang. Es geht erstmal darum, dass man dieses Game halt entdeckt und dass ich genug Fleisch bekomme fürs Kochen. Sorry. Link, warum bist du nicht einfach Vegetarier, Bro? Was soll der Müll? Right. Was mir auch gerade auffällt, wir hatten jetzt am Anfang des Games, ich glaube, noch gar keine krassen Frame-Drops. Also ich glaube, das Game läuft wie immer nur in 30 FPS leider, weil das Game wahrscheinlich sehr aufwendig sein wird für die Nintendo Switch, alleine von der Größe her. Aber ich denke mal, dass die Entwickler sich genügend Zeit gelassen haben für die Programmierung dieses Games, für die Entwicklung dieses Games. Right, so, hier ist der Nebel. Ich glaube, ja, hier sind wir safe lang gegangen. Aber die Fläche unten hatten wir noch nicht entdeckt. Aber guck mal, dafür haben wir schon, ja, hier sind wir hergekommen. Okay, weiter geht's. Dann werden wir uns mal dem nächsten Ziel nach oben widmen. Zu dieser, keine Ahnung, wie kann man das nennen? Ich hatte, oh, nee, wait a minute, wo kommt ihr denn her? Haben wir diesmal sogar, oh! Jetzt sogar einen Langstock, Junge! Alter, jetzt geht's aber böse ab hier. Wow. Alter, wir kommen dem Ziel ja immer näher, wie es scheint, oder? Okay, das war's schon. Aber drei auf einmal? Das ist natürlich order rare. Energiesphären. Wozu brauchen wir die? Das würde mich interessieren. Ja, wir werden auf jeden Fall einige Stöcker jetzt im Laufe der ersten Zeit hier bekommen. Guck mal, das ist ein langer Stock. Ah ne, lol, das ist nur ein Ast. Ja, damit können wir wahrscheinlich so ein bisschen auf Abstand kämpfen. Sollten wir vielleicht auch wegnehmen. Wegnehmen, mitnehmen. Wenn wir jetzt schon mal gerade hier sind. A nice one. Aber natürlich für einen Profi-TOTK-Spieler wie uns gar kein Problem. Aber kein Problem. Aber kein Problem. Denn ich kann es regeln, ganz normal. Aua! Junge, ich werde echt böse Hops genommen von diesen Viechern, Mann. Und da laufen sie wieder weg. Vielleicht sollten wir was essen, um nicht unbedingt Game Over zu gehen. Kann man das essen? Nee, ich glaube nicht. Ja, einfach rein mit den Äpfeln. Ich meine, davon haben wir eh genug hier am Anfang. Yes! Da, ey! Wow! Ich wollte gerade sagen, wie viel Schaden muss ich dir geben, Bro? Wie viel muss da reingepackt werden, Mann? Oh shit, es geht mit der Erkundung weiter. Können wir hier schon rüber? Tatsächlich. Alter, das wird so erkundungslastig werden, dieses Spiel. Aber ich liebe es. Ich liebe alles daran. Oh, da oben haben wir noch so einen Gimpel. Aber wir nehmen auf jeden Fall das, den einfachen Stock wieder. dieser lange Stab, der bringt irgendwie nicht so viel. Moin! Mein Name ist Gar... Oh, lol! Der erste Bogen! Ui. The first bow. Alter Holzbogen. Geil, Bogenangriff. Hast du auch ein paar Pfeile für mich? Ja, 5 Stück, geil. Warte mal, der hat auch einen Pfeil geschossen. Meint ihr, den finden wir irgendwo? Die, ja, die bleiben ja irgendwo immer liegen. Top. Dann haben wir schon mal 7 Pfeile. Waterwang. Ah, noch mehr Holzpfeile, sehr nice. Okay, einen Bow haben wir jetzt auch schon. Ich liebe es. Geht auch gut voran von den ersten Part, oder? Wir haben das Game schon fast durchgespielt, wenn das so weitergeht. Kapi. Was ist das hier für ein Konstrukt? Oh, wait a minute. Oh, hier wird später irgendwas Krasses auf uns warten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich werden wir hier so langsliden können, oder? Nein! Bro, bekommen wir überhaupt Fallschaden? Ein Spurtling ist an schroffen und isolierten Orten wie Steinhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht, ne? Hi. Willst du auch aufs Maul bekommen, Meister? Kein Problem. Okay, Waffentasche ist wieder voll. Dann werfen wir mal gleich die letzten Routen weg. Können wir eigentlich das Masterschwert auch wegwerfen? Ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht behalten für den Anfang, oder? Das sieht nicht so ganz gesund aus. Vor allem, wann werden wir wohl auf die Erde kehren? Also zumindest auf festem Boden und nicht mehr in der Luft so rumsliden,
rumwirbeln, whatever. Okay, rüber geht's. Sieht ja auch noch recht verdächtig aus. Ja, scheiß auf die Route. Das Einzige, was wir zu Weihnachten bekommen, ist Knecht Ubrecht. Okay. Aber ja, auf jeden Fall, was ich vorhin noch sagen wollte irgendwann mal. Ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, jedes Let's Play wird sich sehr stark unterscheiden von YouTuber zu YouTuber. Also ich glaube, das ist halt safe ein Projekt, was man bei super vielen YouTubern gucken kann, weil jeder anders spielt, jeder erkundet anders. Leute entdecken auch ganz verschiedene Dinge, ganz andere Dinge. Und von daher, ja, wird das, glaube ich, sehr eine sehr, sehr coole YouTube-Zeit werden in den nächsten Monaten. Habe ich so irgendwie, ich habe das im Bauchgefühl. Kann auch sein, dass mich mein Bauchgefühl täuschen wird, aber ich glaube, wir werden hier sehr, sehr viel coolen Stuff bekommen. Okay, let's go, let's go, let's go. Was wartet hier? Oh! Lol, warum habe ich dich gefunden? Was ist das denn für ein random Krog? Huhu, number two. Ja, läuft, oder? Fehlen nur noch 898. Also wenn es wieder 900 geben wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die TOTK-Macher wahrscheinlich wieder so einen Running Gag reinbauen werden. Bestimmt wird man auch wieder so einen Scheißhaufen bekommen, wenn man 900 von diesen Dingern gesammelt hat. Ja, aber es ist ein sehr, sehr guter Anfang. Aber nur durch Zufall entdeckt gerade, dass hier irgendwas ist. Geil. Ah, cool, Eier. Die habe ich beim BOTW Hide and Seek Event auch gefunden auf einem Baum. Habe ich das andere Ei auch eingesammelt, hoffentlich. So einen Vogel hätten wir safe abschießen können, oder? Okay, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, würde ich sagen, oder? Okay. Ja, ich glaube, hier haben wir uns auch einigermaßen gut umgesehen. Ja, ja. Ja, wir bekommen eh keinen Fallschaden. Nein. Link, halt dich am fest! Wenn das Leben dich zerreißt, halt dich am fest! Wenn du nicht mehr weiter weißt. Genau. Ja, wir machen mal uns immer on the road, glaube ich, zu dem Ziel, was uns so markiert worden ist. Von daher, let's go. Hoch geht's. Ah, das ist schön. Aber auch hier wieder, in diesem Game ist recht wenig Musik gerade am Start. Das ist generell so eine Entwicklung, die man in der Videospielindustrie ausmacht. Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da unterhalten hatte, aber alle Soundtracks, alles wird viel simpler. Alleine früher, wenn man im, jetzt im Vergleich Wii mit, ist das ein Lagerfeuer? Tatsächlich. Wii mit der Nintendo Switch. Bei der Wii gab es voll die krasse Musik und egal welchen Channel man irgendwie betreten hat, alles war ultra krass mit Musik bestückt und jetzt in der Switch hast du halt so ein paar Ding-Ding-Ding-Sounds, mehr aber auch nicht. Und das merkt man auch in Videospielen, dass Soundtracks irgendwie immer langweiliger werden, so gefühlt. Röst Himmelpilz! Ah, das habe ich gerade geröstet. Doch, bitte nimm es dir. Danke! Oh, entschuldige, ich musste gerade nochmal genau hinsehen. Wir begegnen uns ja zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine der Aufgaben von Konstrukten ist es, Leuten wie dir diverse Sachverhalte zu erklären, okay? Wenn du also Fragen hast, wende dich an Konstrukte, wir werden sie beantworten. Sollte dir beispielsweise nicht klar sein, was es mit dem Rösten von Zutaten auf sich hat, frag ruhig nach. Ah, die Diener-Konstrukte sind quasi Tutorial-LP an der Stelle, oder? Meint ihr, wenn wir an der Mauer entlang gehen, dass hier irgendwas Krasses sein wird? Das ist natürlich eine exzellente Frage. Ich hab mir in die Hose gekackt. Oh, was ist das da hinten? Oh, ohne Witz. Ich glaube, es gibt Schreine. Das spoiler ich schon mal an der Stelle. Das habe ich schon auf Twitter und Co. gesehen. Ich weiß gar nicht, was das erste sein wird, was wir uns holen, aber ich glaube, Real Talk, Ausdauer. Ja, wobei, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen einfach viele Schreine spielen. Hier wird doch safe irgendein Secret sein, oder? Der Nebel wird dichter. Es wird undurchsichtig, wie bei Nebel. Oh, da war ein Vogel über uns. Oh mein Gott, David, du bist so ein crazy bird. Crazy bird, crazy bird. Alle sagen, du bist so ein crazy bird, David. Oh mein Gott, was ist das für ein Stein mitten im Wasser? Ist ja voll random. Hat das Ding echt gar keinen Zweck? Als ob. Ob hier wohl irgendwas am Grund des Sees sein wird? Oh, ich bin auch so, ich freue mich schon, wenn wir diese ganzen Module freischalten.
mit den Bomben etc. Das wird sehr, sehr cool werden. Ich habe jetzt im BOTW irgendwann angefangen, die Module lieben zu lernen. Ja, okay. Ich glaube, wir haben die Anfangsgegend recht gut erkundet. Und von daher wird es langsam Zeit, dass wir aus unserem Elternhaus rauskommen und das erste Ziel somit entdecken werden. Let's go. Link, bitte nicht ertrinken. So auf süß. Danke. Keine Ahnung, was uns hier oben erwartet, Friendos. Aber man darf gespannt sein. Auf das Abenteuer, was hier auf uns wartet. Ich glaube, die Mucke wird jetzt ein bisschen mehr. Ah, hi. Mein Name ist Gaga. Oh, ja, der hat ein Schwert. Aua, aua. Oh mein Gott. Uhuhu. Der hätte ich ausweichen müssen. Holzschild, Baba. Schild verwenden, yes. Und wahrscheinlich ist das ein verrostetes Schwert oder so, ne? Ja, verrostetes Schwert, geil. Junge, endlich mal was Vernünftiges. Sehr sexy. Aber er hat uns ein Herz abgezogen. Voice Crack LP lässt auch grüßen. Ging doch schneller als gedacht. Haben wir hier noch irgendwo was? Nope. Okay. Auf geht's. Tja, da können die Wächter wohl gar nicht so viel machen, oder? So, was erwartet uns hier? Wir untersuchen den Bums mal. Okay. Heißt das, wir sind nicht willkommen? Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Oh, lol, was bist du? Verzeih mir. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen. Und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Ah. Rauru. Hi, Rauru. Rau, einziger Besitzer des rechten Arms. Okay. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Was ist passiert außer Tomaten? Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Das klingt nach einem guten Plan. Ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Da haben wir den Schrein, Friendos! Woo. Sieht aus wie so ein schimmeliges Ei. Wohlan. So sollte er seine Kraft zurückerlangen. Okay. Ich verstehe. Okay. Da haben wir den ersten Schrein. Sehr, sehr cool. Die verschlossene Pforte. Freunde, ich würde sagen, das war's mit der allerersten Folge BOTW. Eine XXL-Folge, aber gewöhnt euch in Zukunft schon mal an diese Folgenlänge, weil ansonsten werde ich wahrscheinlich mit diesem Game nicht durchkommen irgendwie. Das wird ein sehr, sehr langes Projekt werden. Ich denke mal, das wird locker ein halbes Jahr oder so gehen. Je nachdem, safe. Aber wir werden super viel Spaß mit diesem Projekt haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und von daher sage ich an der Stelle, danke fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniert den Umlautmann für weitere Parts von Zelda TOTK. Danke an die Elite Umlaut General-Member Basti, The Dark Empire, Cyprix Games für 14 Monate, Maddie für 4 Monate, Maria für 3 Monate und natürlich an alle anderen Member auf diesem Kanal. Euer Umlautmann sagt, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Cheerio, bye bye.